Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. So kommentierte damals Altkanzler Willy Brandt den Mauerfall im November 1989. Und die Euphorie und Aufbruchstimmung dieser Tage bleiben unvergessen. Doch mehr als 30 Jahre später ist Deutschland tief gespalten. Viele Bürger aus dem Osten unzufrieden. Sie fühlen sich politisch und wirtschaftlich abgehängt. Der Ukraine-Krieg macht die Spaltung besonders deutlich. Die Einstellungen im Osten sind zunehmend pro-russisch. Die rechtsextreme AfD ist laut Umfragen stärkste Partei geworden. Wer diesen Unmut verstehen möchte, muss sich nur anschauen, wie einseitig der öffentliche Diskurs geworden ist. Dirk Oschmann spricht von einem Monopol der Perspektiven, von einem westdominierten Narrativ und sagt, der Osten sei eine Erfindung des Westens. So der Titel seines Buches. Und Dirk Oschmann ist bei mir im Studio. Er ist Germanist und Professor für neuere deutsche Literatur an der Uni Leipzig. Herzlich willkommen erstmal. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielleicht erklären Sie mir das erstmal, wie Sie das genau meinen, der Osten sei eine Erfindung des Westens. Der Osten ist insofern eine Erfindung des Westens, als der Westen eigentlich die Bilder, die er vor 1989 im Kalten Krieg entwickelt hat, nach 1989 beibehalten hat. Und zwar deshalb, weil der Westen 1990 der Meinung war, dass der Osten sich ändern muss im Zuge des Wiedervereinigungsprozesses, während der Westen einfach Westen bleiben kann, dass der Osten aufholen muss, dass der Osten sich transformieren muss, dass der Osten sich auf den Weg Richtung Westen machen muss, innerlich und äußerlich. Der Osten hat es auch anerkannt, ganz selbstverständlich. Das war auch gewünscht, das war auch akzeptiert. Der Westen hat aber selber eben nicht eingesehen, dass er sich nicht nur in einer neuen deutschen politischen Lage findet, sondern dass er sich international auch in einer neuen geopolitischen Lage befindet und dass er sich eigentlich selber auch ändern müsste. Das hat aber nicht getan. Dafür zeugt ja auch der Beitritt. Das war ja keine Wiedervereinigung nach § 146, sondern es war ein Beitritt. Und das heißt, der Osten ist zum Grundgesetz beigetreten. Das hieß zum Beispiel auch, es muss keine neue Verfassung geben, es muss keine neue Hymne geben, auch andere Dinge sind dann einfach vom Osten so übernommen worden, weil das am schnellsten ging, so sagen es jedenfalls die Politiker. Und der Westen hat gar nicht eingesehen, dann selber die Bilder vom Osten zu ändern, sondern er hält die Bilder, die er vorher vom Osten gehabt hat, weiterhin aufrecht. Und das sind Bilder eigentlich, die immer vom Negativen reden, vom Zurückgebliebenen, vom Schmutzigen, vom Gefährlichen, vom Defizitären und anderem mehr. Das heißt, diese Bildwelt, diese Imagologie des Ostens ist komplett negativ besetzt. Und das meine ich mit Erfindung. Es ist also keine Beschreibung des realen Ostens als eines bestimmten historisch-geografischen Raums, sondern es geht darum, wie mächtig die Imagologie ist, die der Westen vom Osten entwickelt hat und die er immer noch aus Bequemlichkeit übrigens auch aufrechterhält. Mhm. Ihr Buch wurde als öffentlicher Wutanfall bezeichnet. Ja. Ist es das tatsächlich und was hat Sie dann so wütend gemacht? Es ist kein Wutanfall, sondern es ist eine wohlüberlegte strategische Polemik. Das ist ganz klar, dass man hier von Wut spricht, hat einerseits damit zu tun, dass es im Deutschen ja sich reimt, wenn man vom Wutbuch spricht. Es ist auch eine Form, mich zu pathologisieren, mir zu unterstellen, ich würde blind um mich schlagen. Das Wort, auf das ich mich hier konzentriere, ist das Wort des Zorns. Ich sage, das Buch ist zorngesättigt und frei. Und Zorn ist etwas, was sich hat eine andere Konnotation. Das hat sich lange in mir aufgebaut und hat sich hier in einer Art Donnergrollen entladen. Und Zorn hat für mich elementar etwas mit Rationalität, auch mit Beschreibungsenergie zu tun. Und es hat vor allen Dingen auch etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Mhm. Nämlich Gerechtigkeit im Blick darauf, dass hier eine doch gewaltige Asymmetrie besteht zwischen West und Ost. Eine gewaltige soziale, politische, kulturelle, symbolische Ungleichheit, die die Demokratie bedroht. Mhm. Und die verdient auch, in einem zornigen Text skandalisiert zu werden. Okay. Anlass für den Artikel, der später dieses Buch geworden ist, war, wenn ich mich nicht täusche, die Ernennung des neuen Ostbeauftragten der Bundesregierung. Und darin enthält sich diese ganze Sprachregister, den Sie als abwertend empfinden. Erklären Sie uns, wie dieser Posten eigentlich funktionieren soll und wie Sie das abschaffen würden. Also zunächst gab es vor dem Artikel noch einen Vortrag, den ich zuerst gehalten habe, vor 2 Jahren. Und zwar mit der Vorgabe, im Rahmen einer gesellschaftspolitischen Reihe zu erklären, als jemand, der aus dem Osten kommt. Ich bin einer der wenigen Professoren,
die aus dem Osten kommen, als jemand, der aus dem Osten kommt, zu erklären, warum der Osten die Gesellschaft spaltet. Das war mein Thema und das war auch die Vorgabe, wie ich es zu besprechen habe. Ich habe das dann gemacht in einem Vortrag über Zoom. Dann hat die neue Bundesregierung den Ostbeauftragten, Herrn Schneider, installiert. Und ich dachte dann, jetzt wird es Zeit, dass ich den Vortrag dann auch als Artikel veröffentliche, weil ich überhaupt nicht einverstanden bin, diese Art der Terminologie Ostbeauftragter. Das schließt ja an diese ganze negative Ostsemantik an. Ost, Ossi, Osteuropa, Ostdeutsch und so weiter. Das ist komplett negativ besetzt. Das ist eigentlich alles kontaminiert. Und das gilt eben auch für den Begriff des Ostbeauftragten, der im Grunde Ausdruck eines symbolischen Paternalismus ist. Hier gibt es also eine Bevölkerungsgruppe, die nicht alleine zurechtkommt und die so eine Art Erzieher braucht oder die eine Art Lehrer braucht, der sagt, wo es lang geht. Und ich finde das unerhört. 30 Jahre nach Mauerfall ist irgendwie überholt, oder? Es ist eine Form der Entmündigung eigentlich, die da stattfindet und überhaupt nicht hinzunehmen. Gleichzeitig ist es so, das habe ich inzwischen gelernt, dass viele im Osten es gut finden, dass es diese Position gibt. Und dass sie auch so heißt, weil das natürlich eine bestimmte politische Sichtbarkeit erzeugt. Dass man sagen kann, hier gibt es ja jemanden, der sich für den Osten einsetzt mit seinem Stab. Es ist ja nicht nur Herr Schneider, sondern er hat viele Mitarbeiter, die sich einsetzen, die auch gute Arbeit machen für den Osten, die viel erreichen und die sichtbar sind. Mein Vorschlag war ja, er soll Minister für Chancengleichheit werden, für alle. Aber das würde eben heißen, dass diese sichtbare Ostkomponente verschwindet. Und tatsächlich ist es so, dass im Osten 60-70% und unter den Jüngeren sogar mehr es gut finden, dass es diesen Posten gibt und dass er auch so heißt. Es ist also von außen eine andere Wahrnehmung als von innen. Das ist ja interessant, weil Sie sprechen vom Herkunft als Makel und würden sich nie als Ostdeutscher bezeichnen. Ist es also ein Mangel? Ostdeutscher zu sein, wird man tatsächlich da aktiv diskriminiert? Das ist ganz klar so. Ja. Dafür sprechen auch alle Zeugnisse, die es gibt. Und man kann das ja immer wieder sehen. Die jüngsten Äußerungen von Herrn Döpfner haben ja genau das gezeigt, wie stigmatisiert es ist, wenn man aus dem Osten kommt. Wenn die Herkunft eine ostdeutsche Herkunft ist, hat man nachweislich, das haben soziologische Studien ergeben, weniger Lebenschancen. Das ist festgestellt worden. Man muss also weggehen aus dem Osten. Man muss diese Herkunft im Grunde verwischen, man muss sie zum Verschwinden bringen, indem man in den Westen geht oder indem man ins Ausland geht. Man muss sich also anderswo das symbolische Kapital im Grunde erarbeiten, das man von Geburt an, von Herkunft an nicht mitbringt. Das heißt, es ist immer ein Nachteil, aus dem Osten zu kommen, nur weil man aus dem Osten kommt. Und das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. Und es gilt auch übrigens immer noch für die jüngeren Generationen. Wenn ich auch mit jüngeren Leuten rede, nicht alle, aber es gibt auch einen großen Teil der Jüngeren, teilweise um die 20 Jahre alt nur, die diese Erfahrung der Stigmatisierung selber auch schon machen. Und das ist ja eine Katastrophe, weil das zeigt, dass das Problem nicht einfach verschwindet. Der Blick aus dem Westen ist historisch gesehen wenig schmeichelhaft für die Menschen in den neuen Bundesländern. Das erzählen Sie beweisen Sie auch. Aber wie stellt sich der Westen den typischen Ossi vor? Faul, dumm. Und hässlich. Okay. Und gibt es ähnliche Stereotypen im Osten für Wessis? Das gibt's einfach. Nein, das gibt es natürlich auch. Das sind sozusagen die Verkapselung auf beiden Seiten darzustellen. Einer der Journalisten, mit denen ich gesprochen habe, hat das so als kommunizierende Röhren beschrieben. Ja, das ist so natürlich immer Reaktionsschemata gibt. Und natürlich ist die wichtigste Zuschreibung gegenüber dem Westen oder gegenüber Westdeutschen, sie seien arrogant und dünkelhaft und selbstgerecht. Das ist sozusagen der Versuch, das zu spiegeln. Aber natürlich schon rein mengenmäßig ist diese Zuschreibung der Ostdeutschen durch den Westen viel mächtiger. Schon allein deshalb, weil die Medien im öffentlichen Raum natürlich westdeutsche Medien sind, mit westdeutschen Perspektiven, mit westdeutschen Führungspositionen und so weiter. Der Osten hat ja keine Gegenöffentlichkeit, die dem etwas Gleichwertiges entgegensetzen könnte. Okay. Sie bemängeln, dass Spitzenpositionen in Deutschland fast immer von Westdeutschen besetzt werden. Dabei hatten wir 16 Jahre lang Angela Merkel an der Spitze des Landes als Bundeskanzlerin. Hat das oder sie nichts zum Verständnis des Osten beigebracht? Das hat gar nichts dazu beigetragen. Gar nichts? Gar nichts. Und zwar deshalb, erstens hat sie versucht, und das ist ja auch völlig legitim und auch richtig, aus einer politischen Perspektive eine Kanzlerin fürs ganze Land zu sein und eben spezifisch nicht ihre Ostherkunft zu thematisieren, die ihr auch permanent trotzdem immer wieder vorgeworfen wurde. Es wurde ja zum Beispiel auch noch in den letzten Jahren ihr vorgeworfen, sie sei bloß eine angelernte Demokratin.
Das ist eine der Formulierungen und keine wirkliche, quasi von Geburt aus, als könnte man von Geburt Demokrat sein oder nicht. Mhm. Und ihre Ostherkunft wäre Ballast. Das war eins der Zitate. Und sie hat erst in ihrer allerletzten Rede, in ihrer Abschiedsrede, thematisiert, warum sie darüber nie gesprochen hat. Aber sie hat eben auch thematisiert, mit welchen Stigmatisierungen das immer einhergegangen ist. Sie hat also in der letzten Rede genau das begründet. Und auch Frau Göring-Eckardt von den Grünen hat jetzt auf ihrer Homepage einen Text stehen, wo sie genau zu diesem Problem Stellung nimmt, nämlich ihre Ostherkunft zu beschweigen, weil sie weiß und wusste, welche Formen der Stigmatisierung damit einhergehen können. So, das ist dann allgemein bekannt im politischen Raum. Natürlich, natürlich. Man weiß, welche Beschädigungen das mit sich führen kann und auch, dass es die Karrierechancen mindert, wenn man in irgendeiner Weise darauf beharrt. Ist das einer der Gründe? Also allerorts wird natürlich von mehr Diversität, Diversity und Inclusion gesprochen. Also warum bis heute, warum hat es so lange gedauert, bis dieser Anteil von Ostdeutschen in Spitzenpositionen, Führungspositionen, warum bleibt das so gering? Das ist eine sehr komplexe Frage. Ja. Ja, also es ist so, dass es ja Studien gibt. Letztes Jahr ist erst wieder eine erschienen, dass die Anteile immer noch sehr niedrig sind in den verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen. Teilweise bei 2-3% nur, obwohl es 18-19% Bevölkerungsanteil gibt. Richtig. Und dass die Anteile sogar entweder stagnieren oder sinken im Vergleich zu 2016. Da gab es schon mal eine Studie von Soziologen. Das hat natürlich, was zeigt das dann für Sie? Es zeigt einerseits, dass die Selbstrekrutierung der Eliten, der westdeutschen Eliten, sehr gut funktioniert. Mhm. Dass sie sozusagen aus den eigenen Netzwerken den Nachwuchs holen. Mhm. Das geht dann im Wesentlichen über die Ähnlichkeit im Habitus. Man engagiert dann, wenn man Nachwuchs engagiert, eben Leute, die einem ähnlich sind, die die Gabel genauso halten oder die genauso die Uhrzeit ansagen und anderes mehr, die sich ähnlich kleiden. Das gibt ja Studien des französischen Soziologen Pierre Bourdieu dazu, wie das funktioniert. Das ist so eine Art strukturelle Gewalt, die einem gar nicht so unbedingt transparent sein muss, die aber sehr, sehr wirkmächtig ist. Und dann ist es natürlich auch so, dass man manchmal beobachten kann, dass Ostdeutsche nicht immer den Mut haben, ich sage das jetzt, obwohl ich es seltener thematisiere, aber dass Ostdeutsche nicht immer den Mut haben, sich auch durchzusetzen und ganz nach oben zu greifen. Ja, also dass so eine bestimmte Zurückhaltung im Gange ist gegenüber dieser Art von Konkurrenzsituation. Das haben Sie aber geschafft als Professor. Ich habe auch die Möglichkeit bekommen, mich auszubilden. Ich habe die Wege geebnet bekommen. Ich habe die Hinweise, die wichtig sind, bekommen, um mich da in den entsprechenden Netzwerken zu bewegen. Ich war viel in den USA und wenn ich nicht in den USA gewesen wäre und mir dort das symbolische Kapital geholt hätte, wäre ich ganz sicher nicht Professor geworden. Mhm. Das heißt, für mich war es wichtig, richtig in den Westen zu gehen. Also in den richtigen Westen. Ganz weit im wilden Westen sogar. Ja. Welche Folgen hat das dann, wenn Spitzenpositionen nicht ausreichend mit Ostdeutschen besetzt sind? Also das fördert diese Situation, die Sie gerade da mit Zahlen beschrieben haben. Das Hauptproblem ist, dass die Role Models fehlen. Ja. Es gibt keine Vorbilder. Wenn es keine Vorbilder gibt, kann man sich selber nicht vorstellen, dass man es auch dahin schaffen kann und dass man auch diesen Weg vielleicht gehen möchte. Das ist ja für Frauen über einen langen Zeitraum auch schwierig gewesen. Wenn es keine Frauen in Spitzenpositionen gab, konnten sie sich vielleicht auch weniger vorstellen, selber sich auf den Weg dahin zu machen und sich da durchzusetzen. Das heißt, es bedarf dieser Role Models unbedingt. Es gab auch schon Post von Studenten und Studentinnen aus Leipzig, dass sie so wenig ostdeutsche Professoren an der Uni haben. Also Post an die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die hat diese Briefe abgedruckt unter anderem, um darauf aufmerksam zu machen, weil natürlich gerade auch an der Universität diese Form der Selbstrekrutierung besonders hart funktioniert. Ja, also die Professoren sind im Wesentlichen Professoren aus dem Westen, die dann auch den Nachwuchs wiederum aus dem Westen ausbilden und dann wieder auf diese Positionen holen. Und wer hat Interesse daran, dass es immer so bleibt? Also wer bedient sich immer wieder dieser Negativbild vom Osten? Ja, einerseits sind das wirkmächtige Muster, die ganz klar mit dieser Imagologie zu tun haben, mit der Unterstellung, und sei sie nur latent, dass die Leute aus dem Osten weniger leistungsstark sind, dass sie vielleicht weniger hineinpassen in das System. Es gab in den 90er Jahren auch Begriffe wie Ossi-frei oder Entosten für bestimmte Institutionen. Das ist belegt durch historische Zeugnisse. Unter anderem vom ehemaligen Chef der Charité, Karl-Max Einhäupel. Der hat berichtet, wie er gefragt worden ist von einem Kollegen, ob die Charité jetzt denn schon ossifrei sei. Es gibt also ganz klare Akteure, die solche Interessen haben. Das hat auch was mit Besitzstandswahrung zu tun. Es hat was mit Ressourcen zu tun. Es hat was mit Macht zu tun. Dann sind sicher auch manchmal Entscheidungen getroffen worden, die in ihrer Langzeitwirkung
gar nicht abzusehen waren. Es gab ja diesen großen Elitenwechsel 1990 oder nach 1990, der zu großen Teilen sicher notwendig war, der aber härter ausgefallen ist, als er hätte ausfallen müssen. Insbesondere, wenn man das vergleicht mit der Situation in der Bundesrepublik nach 1945, wo ja viele der Nazi-Eliten dann auch wieder in Amt und Würden gekommen sind und bis in Spitzenpositionen agiert haben, bis weit in die 80er Jahre hinein und darüber hinaus. Das ist ja etwas, was gern vergessen wird bei der Geschichte. Im Osten wollte man es nun richtig machen mit dem Elitenwechsel, weil es einen selber nicht betroffen hat. Und man hat zum Beispiel dann auch die Akademikerschwemme, die es in den 80er Jahren im Westen gegeben hat, dadurch abbauen können, dass man die in den Osten geschickt hat. Also es sind sehr, sehr komplexe Prozesse. Es gibt einerseits Strukturen, die dieses Problem befördern, aber es gibt auch viele handelnde Akteure, die gezielt hier so agieren. Ich frage mich, ob international gesehen hat diese deutsch-deutsche Situation weiterreichende Konsequenzen oder Implikationen für die Demokratie? Ich will es mal indirekt beantworten. Vielleicht ist es auch keine Antwort, aber ich habe mit irischen Journalisten gesprochen, die sich gefragt haben, wie denn eine mögliche Wiedervereinigung zwischen Irland und Nordirland aussehen könnte. Richtig. Und was man beachten müsste. Und aus meiner Sicht, aus meiner beschränkten Sicht eines Literaturwissenschaftlers, ich bin kein Politologe, richtig, und bin auch kein Politikberater, aber was versäumt worden ist in Deutschland aus meiner Sicht, sind große auch symbolpolitische Akte. Zum Beispiel, dass man eine gemeinsame neue Verfassung sich gibt. Oder dass man, das Argument ist ja oft dann, dafür wäre nicht genug Zeit gewesen. Aber man hätte sich ja für das amerikanische Modell mit den Amendments entscheiden können. Mhm. Dass man sagen könnte, wir haben eine Verfassung, auf die einigen wir uns, aber wir können auch Verfassungszusätze haben und übernehmen bestimmte Dinge. Aber das ist nicht gemacht worden, weil eben der Westen kein Interesse hatte oder keine Einsicht, sich selber zu ändern. Man hätte sich aus meiner Sicht auch eine neue Hymne geben können und sollen. Man hätte auch einen anderen gemeinsamen deutschen Feiertag wählen können, entweder den 17. Juni als Tag der deutschen Einheit oder den 9. November, der die Gewaltgeschichte und die Befreiungsgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert ja thematisiert hätte. Auf all das hat man verzichtet und man bekommt jetzt in gewisser Weise auch die Quittung präsentiert über 30 Jahre danach, dass man sich damals dagegen entschieden hat. Nächstes Jahr werden 75 Jahre Grundgesetz gefeiert, aber eben doch im Wesentlichen für den Westen, während der Osten die Rolle des Zuschauers einnehmen muss. Mhm. Weil er eben mit dem Grundgesetz in dem Sinne nichts zu tun hat, dass er es nicht mit hat gestalten können. Okay, Sie sprechen von Zuschauer. Also es gibt seit der Wende natürlich zahlreiche Filme oder Bücher aus dem Osten, über den Osten. Ich denke an Autoren wie zum Beispiel Eugen Ruge oder Anne Rabe. Brigitte Reimann ist jetzt gerade neu aufgelegt worden. Andreas Dresen hat ganz bewegende Filme gemacht. Warum wird der Osten immer noch trotz all dieses Reichtum, was aus dem Osten, aus dem Post, also in der Nachwendezeit rausgekommen ist. Warum wird es immer noch so wenig verstanden oder gehört? Also es hat sicher was damit zu tun, dass die Stimmen, die es aus dem Osten gibt, einerseits wenige sind im Vergleich, dass sie nicht diese öffentliche Wirkung entfalten, dass sie dann auch begrenzt bleiben auf eine eher ostdeutsche Wirklichkeit und Öffentlichkeit. Und dass sie vor allen Dingen immer gebrandmarkt werden, darüber habe ich ja 20 Seiten im Buch geschrieben und ich erlebe es jetzt selber auch, als Jammern. Ja, also der Osten darf im Grunde in der gesamtdeutschen Öffentlichkeit kein kritisches Wort über die Demokratie verlieren oder über den Zustand unserer heutigen Demokratie, weil das immer sofort als Jammern diffamiert und stigmatisiert wird. Ich habe 20 Seiten darüber geschrieben, wie das funktioniert. Das hat trotzdem manche Journalisten veranlasst, mir das Jammern vorzuwerfen. Mhm. Und das finde ich natürlich primitiv, statt mal zu versuchen zu überlegen, ob man nicht auf einer anderen Ebene argumentieren muss. Mhm. Und das finde ich auch intellektuell unwürdig. Und ob die Ostbürger vielleicht nicht eine viel größere Erfahrung haben von zum Beispiel, also auch wenn Demokratie und Demokratie in Wandlung. Zum Beispiel, ja. Das wird aber natürlich völlig in Abrede gestellt, dass der Osten in irgendeiner Weise dem Westen voraus sein könnte, mit irgendeiner politischen Erfahrung, mit irgendeiner historischen Erfahrung. Das kann ja gar nicht sein, denn die sind ja alle diktaturgeschädigt. Das ist Teil des Narrativs. Mhm. Wo ich sagen würde, es gibt ja gute Beispiele dafür, dass man, wenn man mehrere Systeme kennt, auch Vergleiche ziehen kann und vielleicht manches besser sieht und manches schärfer erkennt. Mhm. Und das können Sie auch, wenn Sie mit Polen reden oder mit Tschechen oder mit Ungarn, können Sie das ähnlich perspektivieren. Auch, dass jetzt zum Beispiel Osteuropa ja viel eher gesehen hat, was Putin vorhat. Denen war schon 2014 klar, dass die Krim erst der Anfang sein würde, wo man das in Deutschland noch gar nicht wahrhaben wollte.
Ja, aber die Polen haben das gesagt, die Balten haben das gesagt. Es ist für die ganz klar gewesen, aufgrund der langen Konfliktgeschichte mit Russland, dass Russland weiter imperial verfahren wird und eventuell weiter Krieg führen wird. Und sie haben recht gehabt, aber diese osteuropäischen Stimmen sind genauso wenig gehört worden in Europa, wie innerhalb Deutschlands der Osten gehört wird. Das ist interessant. Lange Zeit dachte man, dass sich Ost- und West, Ost-West-Unterschiede sich einfach auswachsen werden über die Jahre. Meinen Sie, das kann noch passieren? Gute Frage. Am Anfang hat man gedacht, es braucht vielleicht nur 3 bis 5 Jahre, bis alles einheitlich ist. Jetzt sind wir 33 Jahre. Ja, ich glaube 2010 ungefähr. 2010 hat sich im Osten das Bewusstsein gebildet, dass sich der Abstand nicht verringert, egal wie man sich anstrengt. Dass also die Differenz genauso groß bleibt und dass der Westen auch natürlich, ja, ich will nicht sagen, das klingt ja dann auch nicht wirklich überzeugend, dass der Westen ein Interesse hat, den Osten in dieser Weise zurückbleiben zu lassen. Aber es ist jedenfalls so, dass sich diese Differenz nicht wirklich verkürzt. Und das hat, glaube ich, doch für viel Unmut gesorgt. Und dieser Unmut ist verstärkt worden durch die Krisensituation, durch die Flüchtlingskrise, durch die Energiekrise, durch die Klimakrise, durch den Krieg natürlich. Der Osten ist insgesamt auch in seiner Lebenssituation 6-mal prekärer. Er hat ein 6-mal höheres Armutsrisiko. Das heißt, er reagiert viel empfindlicher auf die Krisen, die ihn auch viel teurer zu stehen kommen. Das heißt, der Osten verdient über 20% weniger im Schnitt. Das heißt, es sind diese ganzen Krisensituationen viel, viel härter auch im Lebensalltag zu spüren. Und deshalb gibt es da auch mehr Unmut, das dann aber wiederum in diesem alten Muster als Jammern gebrandmarkt wird. Was müsste Ihrer Meinung nach, Sie haben von großen symbolischen Akten, die sind alle nicht passiert, was müsste Ihrer Meinung nach jetzt geschehen, dass mehr Gleichberechtigung, auch gegeneinander, Verständnis gegeneinander, einander gegenüber, meine ich, zwischen Ost und West existieren könnte? Also natürlich muss die Art des diffamierenden Redens enden. Das ist ganz klar. Und man darf nicht weiterhin den Osten als eine Art Block, der nicht in sich differenziert ist, behandeln, sondern man sollte einfach so, wie man das ja im Westen auch macht, über die verschiedenen Bundesländer reden und über die verschiedenen Probleme, die es gibt. Die Probleme, die Leipzig hat oder die Rostock hat, sind nicht dieselben Probleme, die Wernigerode im Harz hat oder die irgendein kleines Dorf in Thüringen hat. Da geht es schon auch um den Stadt-Land-Unterschied. Es geht also um diese spezifischen regionalen und mentalitätsgeschichtlichen Räume, die man in ihrer Heterogenität auch anerkennen muss, so wie man das im Westen auch macht. Man sagt nicht, München ist dasselbe wie Gelsenkirchen. Niemand käme auf die Idee, aber im Blick auf den Osten wird das immer gemacht. Egal, wovon die Rede ist, es ist immer Osten. Und es wird dann immer negativ gleich aufgeladen. Das wäre das eine. Das heißt, in dem weitesten Sinne braucht man eine Diskurswende. Eine Sensibilisierung in der Sprachkultur. Genau. Also es muss tatsächlich radikal anders gesprochen werden. Und das heißt fair, respektvoll, kritisch und selbstkritisch. Mhm. Das ist ganz wichtig, so wie man das ja mit allen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch macht. Da ist es Standard, nur im Blick auf den Osten nicht. Da darf alles gesagt werden. Das ist wie so eine Art Ventil oder eine Art Bad Bank, in die man alles auslagert, was einem nicht gefällt. Das ist das eine. Und das zweite ist, es muss natürlich auch politisch und wirtschaftlich umgesteuert werden. Das heißt, es muss daran gearbeitet werden, dass es nicht nur keine Gender Pay Gap mehr gibt, sondern auch keine Geographical Pay Gap. Es ist einfach nicht hinnehmbar, dass da teilweise bis zu 40% Lohnunterschieden bestehen. Also der Schnitt ist 22,5%, aber es gibt Bereiche Autoindustrie, IT, da gibt es 40%, Textilindustrie sind es 69% Unterschied. Und da ist es eine Frage des politischen Willens auch durchzusetzen, dass die Leute halbwegs angemessen bezahlt werden. Es wird nicht überall gleich sein, das ist klar. Aber dass die Leute auch das Gefühl haben, zumal sie weniger Rücklagen haben, zumal sie weniger erben, sie haben zumindest die Chance, einen halbwegs gerechten Lohn zu bekommen für ihre Arbeit. Und es ist interessant, dass diese Gehaltsunterschiede sich abbilden im Unterschied der Demokratiezustimmungswerte. Ja, das sind auch 20%. Der Westen liegt bei 55% Demokratiezustimmung, der Osten nur noch bei 35%. Das sind ungefähr die 20% Lohnunterschied, die es insgesamt gibt. Also man kann die soziale und die ökonomische Frage aufeinander abbilden. Also eine Sensibilisierung in der Sprache und ein bisschen mehr politische Wille, die beiden Seiten aneinander zu bringen, zueinander zu bringen. Vielen Dank, Dirk Oschmann, für das Gespräch und dass Sie hier bei mir waren. Haben Sie vielen Dank auch. Auf Wiedersehen.